Gehör zu schenken. Und ich gebe ihr jetzt das Wort, die letzte Rednerin in dieser Debatte, Andrea Lindholz für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worüber diskutieren und debattieren wir heute eigentlich in diesem Haus? Eigentlich über den Antrag der Linken und der Grünen, dass wir für subsidiär Schutzberechtigte den Familiennachzug, den wir für 2 Jahre ausgesetzt haben, wieder zurücknehmen. Und auch ich, sehr geehrter Herr Kollege Castellucci, könnte jetzt von Einzelschicksalen aus meinem Wahlkreis erzählen, vor schlimmen Einzelschicksalen, die wir uns selber nicht wünschen. Aber wir haben in Deutschland auch nach unseren Möglichkeiten und Grenzen zu suchen. Und wir haben in Deutschland aktuell 1,7 Millionen Ausländer mit Bezug zum Asylverfahren. Und um es noch mal klar zu sagen, es geht heute nicht um den Familiennachzug von Flüchtlingen nach Artikel 16 unseres Grundgesetzes. Es geht nicht um den Familiennachzug von Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sehr geehrter Herr Castellucci, die gerade einzelne persönliche Verfolgungsgründe haben, sondern es geht um die Flüchtlinge, die bei uns nur subsidiären Schutz genießen, das heißt zunächst mal für ein Jahr, der dann gegebenenfalls verlängert wird. Und Asylrecht ist vom Grundsatz her immer nur ein Anspruch auf Zeit und kein Daueranspruch, in unserem Land leben zu können. Subsidiären Schutz haben im letzten Jahr 1,2% aller Flüchtlinge erhalten, aller anerkannten Flüchtlinge erhalten. Das sind 1.707 Personen. In diesem Jahr ist die Zahl gestiegen auf 89.000. Das macht 31%. Der Rest ist Genfer Flüchtlingskonvention überwiegend. Warum ist das so? Nicht, weil wir in einer Bananenrepublik leben, sondern weil wir in einem Rechtsstaat leben, der dazu zurückgekehrt ist, Einzelfallanhörungen zu machen und klar zu entscheiden, ob jemand, egal aus welchem Land er kommt, Anspruch nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder subsidiären Schutz hat. Und es geht nicht an, dass wir einfach so ohne Prüfung im schriftlichen Verfahren über den Flüchtlingsstatus entscheiden. Und insofern macht das Bundesamt nichts anderes als Recht und Gesetz anzuwenden. Und wir haben ganz klar gehört, dass es auch keine Anweisung gibt, die im Übrigen auch rechtswidrig wäre. Mir ist schon klar, dass Sie nicht gerne Zahlen hören. Sie hören auch nicht gerne die Zahl, dass wir in Bayern 134.000 Flüchtlinge aufgenommen haben, dass wir alleine in Bayern 4,5 Milliarden Euro investieren, dass der Bund in diesem Jahr bis 2020 94 Milliarden ausgibt. Sie hören auch nicht gerne Zahlen, sondern Sie setzen sich mit Einzelschicksalen auseinander. Aber wir müssen das Große und Ganze im Auge behalten. Und sehr geehrter Herr Kollege Veit. Liebe Kollegen, Frau Lindholz redet gerade. Wir sind gerade mitten in einer Debatte. Wir sind hier nicht bei der Pausengeschichte. Jetzt bitte ich alle, sich entweder hinzusetzen oder die Gespräche draußen fortzuführen. Frau Lindholz hat das Recht, dass man ihr zuhört. Und das bitte ich, dass das Recht dann auch respektiert wird. Und das gilt für alle. Herr Hüppe, auch für Sie. Frau Lindholz, bitte. Es gibt im Übrigen keine Möglichkeit, grenzenlose Solidarität zu zeigen. Und ich frage mich allen Ernstes, gerade auch wenn ich die Kollegen der Grünen, der Linken, aber auch den einen oder anderen Redner der SPD betrachte, haben Sie Kommunalpolitiker vor Ort, mit denen Sie sprechen, die Ihnen erklären, wie schwierig die Situation ist bei der Unterbringung und bei der Versorgung der Flüchtlinge, dass der Wohnungsmarkt schwierig ist? Und Herr Kollege Veit, es ist eben nicht so, dass wir uns zur begrenzten Aussetzung des Familiennachzuges beim subsidiären Schutz nur einfach so entschieden haben, weil wir danach mal Lust und Laune hatten oder weil man von falschen Zahlen ausgegangen ist. Also ich glaube, die Union ist von richtigen Zahlen ausgegangen. Wir haben nämlich im gleichen Zeitraum auch gesagt, dass subsidiär Schutzberechtigte öfter subsidiären Schutz bekommen müssten, als dies aktuell der Fall ist. Wir haben das auch gemacht, weil die Wohnraumknappheit, weil die Unterbringungsversorgungsmöglichkeiten in den Kommunen eben nicht
nicht problemlos möglich sind und weil wir schauen wollen, dass wir die Zuwanderung und die Integration hier steuern, ordnen und begrenzen. Insofern ist es ein völlig falscher Eindruck, wenn Sie sagen, diese Entscheidung kam aufgrund falscher Zahlen zustande. Da kann ich der SPD einfach nur empfehlen, wenn Sie schon im März, im Februar mitgestimmt haben, ist mir nicht erklärlich, dass Sie sich heute hier hinstellen und diese ganze Regelung, die Sie gemeinsam mit uns unter diesen Voraussetzungen auch beschlossen haben, heute wieder in Abrede stellen. Aber bei den beiden Rednern war das ja insoweit auch nicht anders zu erwarten. Ich möchte mir auch heute nicht länger den Vorwurf gefallen lassen, wir wären unmenschlich, würden eine unmenschliche Politik betreiben. Die Schweden haben im letzten Jahr und dieses Jahr nochmal von einer rot-grün regierten Regierung ihr Asylrecht verschärft. Die Schweden haben ebenfalls den Familiennachzug eingeschränkt. Warum haben sie das gemacht? Weil auch die Schweden gemerkt haben, dass sie einfach an ihre Grenzen stoßen. Und das Asylrecht, Frau Kollegin Jelpke, ist eben kein schrankenloses Recht, sondern es stößt dann an seine Schranken, wenn ein Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Und auch ich möchte an dieser Stelle Papst Franziskus zitieren. Er hat den Schweden gesagt, einen Flüchtling muss man nicht nur empfangen, sondern auch integrieren. Und wenn Schweden keine Flüchtlinge mehr empfangen kann, dann geschieht das nicht aus Egoismus, sondern damit allen ein Zuhause und eine Arbeit gegeben werden kann. Wir sind davon immer noch weit entfernt. Wir nehmen immer noch in erheblichem Umfang Flüchtlinge auf. Allein in diesem Jahr ist die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf 45.000 Antragsteller von 25.000 im letzten Jahr angestiegen. Und die Zahl der Inobhutnahmen haben sich verdreifacht. Wollen wir weiter auch mit unserer Politik dafür Sorge tragen, dass hauptsächlich junge Männer, unbegleitete Minderjährige hier auf die Flucht, auf den gefährlichen Fluchtweg geschickt werden? Schon lange kommen die Familienangehörigen des Familiennachzuges, über den wir heute reden, nicht mehr direkt aus Syrien, sondern sie kommen aus den Anrainerstaaten. Nicht mehr direkt aus Syrien. Das stand sogar als Antwort, glaube ich, in Ihrer Anfrage drin. Also muss es mal in erster Linie darum gehen, dass wir Hilfe vor Ort leisten, dass wir Hilfe in den Anrainerstaaten leisten, dass wir in Europa gemeinsam ein gutes, funktionierendes Asylsystem haben und dann bei der Aufnahmekapazität in Deutschland so verfahren, dass wir steuern, ordnen und begrenzen und dieses auch in Deutschland schultern können. Weil die Akzeptanz in unserem Land, die geht nicht dadurch verloren, dass wir den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte um 2 Jahre aussetzen. Die Akzeptanz in unserem Land geht verloren, wenn die Menschen das Gefühl haben, wir kümmern uns nicht mehr um sie und um ihre Probleme. Und wir sind nicht in der Lage, die Migration zu steuern, zu ordnen und zu begrenzen. Und dieser Schritt war Teil unserer Maßnahme. Und deswegen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen heute auch, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Auch ich könnte Ihnen viele humanitäre Beispiele nennen, viele Einzelfälle, viele Schicksale, die auch mir ans Herz gehen und die uns berühren. Aber unsere Politik muss sich daran ausrichten, dass wir die Akzeptanz für Zuwanderung, für Migration in Deutschland erhalten. Und mit solchen Reden, wie wir sie hier heute gehört haben, wo ich nicht einmal gehört habe, dass Sie mal von Deutschland gesprochen haben, dass Sie mal von der Aufnahme in den Kommunen gesprochen haben, dass Sie mal von den Problemen vor Ort gesprochen haben, nicht in einer einzigen Rede. So verlieren wir die Akzeptanz in unserem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Lindholz.